Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Herbstreihe, alles rund um den Kürbis. Nachdem wir den Kürbis jetzt geschnitzt haben, ist eine Menge Kürbisfleisch übrig geblieben, hier ein Kilo. Und daraus würde ich mit euch heute gerne eine schöne, leckere, wärmende Kürbissuppe machen mit ein bisschen Ingwer, ein bisschen Chili. Ja, dazu brauchen wir ca. 1 Kilo Kürbisfleisch, 3 bis 4 Kartoffeln, 2 Zwiebeln, 1,2 bis 1,3 Liter Gemüsebrühe, kommt an, wie dünn man es haben möchte, oder wie sämig man es haben möchte. Dann 2 Äpfel, 2 kleine Stücken Ingwer, Muskatnuss, Liebstöckel, Petersilie, ein bisschen Chili und Salz und Pfeffer. Jetzt heißt es erstmal Zutaten vorbereiten, und zwar den Kürbis, hier die großen Stücken erstmal klein schneiden. Was hier noch an großen Stücken ist. Zutaten sind jetzt vorbereitet. Jetzt Olivenöl in einem Topf erhitzen. Ganz vergessen, Knoblauch. So, die Olivenöl jetzt erstmal die Zwiebeln glasig andünsten. So, nachdem die Zwiebeln jetzt ein bisschen Farbe angenommen haben, können die Kartoffeln, der Ingwer und die ersten Kürbisstücke mit rein, den Apfel und den Knoblauchmus. Das Kürbisfleisch vom Ausschälen, das mache ich noch ein bisschen klein und kommt ein bisschen später rein, weil es relativ weich ist. Jetzt das restliche Kürbisfleisch mit zu. So, das alles jetzt noch ein bisschen Farbe bekommen lassen und dann können wir ablöschen mit der Gemüsebrühe. Das Ganze hat jetzt ein bisschen Farbe angenommen und das können wir jetzt erstmal mit dem ersten Liter
Gemüsebrühe ablöschen. Dann kommt noch Salz dazu. Ungefähr 2 Teelöffel. Gut, Muskatnuss. Die Chiliflocken und Pfeffer. Das Ganze jetzt einmal aufkochen lassen und dann für ca. 15 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit können wir schon mal den Liebstöckel und die Petersilie klein hacken. Ich habe die Suppe jetzt 35 Minuten kochen lassen, weil das Fruchtfleisch von dem Jack-O-Lantern ein bisschen mehr Flüssigkeit enthält als normaler Hokkaido. Das Rezept ist halt auf dem Hokkaido abgestimmt. Habe das jetzt ein bisschen länger kochen lassen und ein bisschen weniger Gemüsebrühe genommen. Wer ein Hokkaido hat, der kann ruhig die Zutaten nehmen, so wie sie sind. So, jetzt kommt noch die Petersilie rein und dann wird die ganze Sache püriert. Sollte ein bisschen Flüssigkeit noch fehlen, können wir da noch ein bisschen nachgeben. Konsistenz. Ein bisschen Gemüsebrühe kann auch mit rein. Lecker. So, fertig. Das war das zweite Video zum Herbst-Special. Das erste war Kürbisschnitten und auf das dritte seid gespannt, was da kommt. Bis dahin, bleibt mir treu. Ein Däumchen nach oben würde ich mich freuen, genau wie über jeglichen Kommentar. Ah, Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nachdem wir den Kürbis jetzt geschnitzt haben, ist eine Menge Fleisch übrig geblieben. Jetzt heißt es erstmal Gemüse vorbereiten. Das Kürbisfleisch, was ich genommen habe, ist ein bisschen flüssig. Jetzt wird die ganze Sache püriert. Die Sache erstmal püriert, dann gucken wir mal, ob wir noch Flüssigkeit nachgeben müssen. Okay. Jetzt kommt erstmal die Petersilie hier mit rein, wird weniger Gemüsebrühe genommen. Gemüsebrühe. Däumchen hoch, würde ich mich freuen. Genau wie über Kommentare. Das erste war Kürbisschnitzen, wo wir jetzt hier das Kürbisfleisch verwertet haben. Suppe fertig. Ich kann genießen.